Der Hook-Leuchtturm ist etwa eine Autostunde vom Rosslare-Fährhafen entfernt im Südosten Irlands im County Wexford. Nach eigenen Angaben ist er der älteste sich in Betrieb befindende Leuchtturm der Welt, dessen Gebäudestruktur bereits auf das 12. Jahrhundert zurückgeht, währenddessen schon an dieser Stelle im 5. Jahrhundert Schiffen der Weg in Richtung Waterford gewiesen wurde. Bis ins 17. Jahrhundert wurde das Leuchtfeuer von Mönchen betrieben. Sehr empfehlenswert ist ebenfalls ein Besuch im dortigen Café, wo man in einer Art Wintergartenteil sitzen und den Blick aufs Meer genießen kann. Wie ihr ebenfalls sehen könnt, ist die Umgebung des Leuchtturms beliebt bei Wohnmobilfahrern, die sich dort über Nacht hinstellen und die einzigartige Kulisse genießen. Als nächstes haben wir uns auf den Weg gemacht Richtung Bantry mit Zwischenstopp beim Drumbeck Stone Circle, dem Drumbeck Steinkreis.